Die Völker Irlands und Britanniens huldigen ihr. An Imbolc, der Nacht vom 1. auf den 2. Februar, feiern sie ihr heiliges Frühlingsfest. Brigid ist eine keltische Göttin des Heilens und der Fruchtbarkeit. Aber auch Dichtkunst und Gesetzgebung werden ihr zugeschrieben. Ihr Name bedeutet so viel wie die Helle oder die Strahlende. Die christliche Kirche kennt die heilige Brigida von Kildare und feiert am 1. Februar ihren Gedenktag. St. Patrick selbst habe sie getauft. Später habe sie unter einer Eiche ein Kloster für Mönche und Nonnen gegründet. Kirche der Eiche sei dessen Name gewesen. Übersetzt heißt das Kildare. Aus Kildare wurde eine Stadt. Dort kann noch heute die Kathedrale St. Brigid besucht werden. Wir haben vor, sie noch in diesem Jahr aufzusuchen. Wohin wird es euch verschlagen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.